Ich freue mich, hier zu sein. Ich begrüße Sie zur 39. Verleihung des Goldenen Lenkrads. Der Auto-Oscar gewählt von Europas größter Jury. Die Leser und User der Bild am Sonntag und der europäischen Autobildgruppe haben ihre Jahreshighlights rausgesucht. Die Jury hat getestet und das sind die Sieger. In der Klasse der Kleinwagen hat sich ein Japaner nach ganz vorn gefahren. Direkt von den Lesern gewählt, der Mazda 2. Congratulations for you. This is your award. Gerade in Anbetracht der starken Mitkonkurrenten sind wir besonders stolz, hier heute diesen Award entgegenzunehmen. Auch bei den Cabrios gab es eine Direktwahl und der Sieger ist eigentlich gar kein richtiges Cabrio und gerade deshalb bei den Frischluftfans so beliebt, der Porsche Targa mit dem schicken Bügel. Auch bei den SUV hat sich ein Porsche durchgesetzt, der Macan schafft es direkt vom Start weg auf Platz 1. Spannend war der Kampf bei den Sportwagen. Eigentlich die Hochburg von Porsche, aber der Cayman GTS war der schwächste im Feld. Und trotzdem, am Ende ist er vorn gelandet, weil er auch im Alltag funktioniert. Dreimal Porsche, das gab's noch nie. Gratulation. Besonders freut mich natürlich der Macan. Warum? Weil das erste Produkt ist, das in meiner Zeit von A bis Z entstanden ist. Und ich wurde ja immer wieder gefragt, ob denn Porsche jetzt Porsche bleibt. Und ich glaube, mit dem Macan haben wir das bewiesen. Das ist ein wunderbares Produkt. Er fährt viel Anerkennung, ist ausverkauft auf lange Zeit. Und heute, das ist das i-Tüpferl. Der andere große Sieger in diesem Jahr kommt aus Wolfsburg. Der Golf GTE bekommt das grüne Lenkrad, der Golf Sportsvan schafft es, sich in der Kompaktklasse durchzusetzen und der VW Passat gewinnt knapp gegen die Mercedes C-Klasse und bekommt das goldene Lenkrad. Das Wichtigste ist, dass wir diese Lenkräder in Kürze bei Betriebsversammlung kurz vor Weihnachten in Wolfsburg bei Porsche in Zuffenhausen zeigen. Aber wir haben ja mit unseren anderen Marken auch ganz gut abgeschnitten. Insofern ist es immer wieder eine Belohnung für die Mannschaft und Ansporn für ihre Leistung. Die Leser und User haben entschieden. Nur ein Preis hat sich die Jury selbst vorenthalten. Das goldene Ehrenlenkrad. Es geht an Elon Musk, den Vorstandsvorsitzenden von Tesla Motors. I accept this award on behalf of the people of Tesla, because it is really through their hard work that this was achieved. Das goldene Lenkrad 2014. Für die Gewinner ist aus dem Aufkleber auf der Motorhaube heute die begehrteste Autotrophäe Europas geworden. Für alle anderen bleibt die Chance auf die Jubiläumsausgabe im nächsten Jahr, wenn der Preis zum 40. Mal verliehen wird.